Ja, Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Rogue. Wir sind mal wieder auf hoher See und wir müssen zum nächsten Storypunkt. Von hinten werden wir bombardiert. Schlechte Sicht, schlechtes Wetter, Regen und hinter uns der Gegner. Aber ich habe keine Lust, mich jetzt hier zu duellieren auf hoher See, sondern ich will einfach zu der nächsten Story-Mission. Ey, der lässt wirklich nicht locker, oder? Der bleibt wirklich an mir dran und bombardiert mich hier. Komm schon, wir winden uns hier raus. Denn ich habe keine Chance gegen den. Oh, das sieht nicht gut aus. Der killt meine Crew. Okay, das ist gut, das ist gut. Ich denke mal, wir sind ihn los. Schadensbericht. Den Männern geht's gut. Das Schiff ist ein bisschen mitgenommen. Aber auf jeden Fall sind wir hier noch seetüchtig. So, ich weiß gar nicht, wo geht's denn hin? Einen Ort ansehen. Alles gleich hier drüben wollen wir hin. Treibgut, nehme ich noch mit. Okay, langsamer Männer, langsamer. Halbes Segel. Und wir legen an. Na komm, wir müssen doch eigentlich hier anlegen können. So andocken. Gut, Männer, da wären wir. Das Schiff sieht auf jeden Fall noch gut aus. War dann doch nicht so schlimm. Und wir gehen an Land. Na, wo sind wir hier? Sleepy Hollow. Jetzt muss nur noch der kopflose Reiter kommen. Na, perfekt hier drüben. Die Vogelscheuche. Mit dem Kürbis. Könnte eine Anspielung sein. An Sleepy Hollow. Warte mal, wo ist denn die Truhe hier? Machen die da rum? Na, 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 na. Ich will mitmachen. Gut, genug geknutscht. Wir wollen ja zu der nächsten Story-Mission. Bei Regen. Ihr seid spät. Es braucht sich was zusammen. Ja, das sehe ich genauso. Master Franklin, Sir. Ich heiße Shay und das ist meine Gefährtin Hope. William Johnson bat uns, euch das zu geben. Ah. Danke, aber ich fürchte, ich muss das Experiment verschieben. Verschieben? Warum? Die Armee hat meine Blitzableiter konfisziert. Leider sind sie unerlässlich, um Elektrizität in diese Schatulle zu leiten. Master Johnson würde Verzug nicht gutheißen. Vielleicht könntet ihr ja etwas tun. Die Soldaten schleppen hier ständig Dinge fort. Vielleicht könnt ihr sie fragen, wo meine Blitzableiter sind und sie mir zurückbringen. Steht zu Diensten, Sir. Beginnt eure Nachforschungen am Markt bei den Docks. Ich helfe hier bei den Vorbereitungen. Master Franklin. Das ist unerträglich. Ich kann meine Forschung kaum noch durchführen. Jeder beschlagnahmt heutzutage Metall. Ja, ja. Die Armee schmelzt es ein und macht Waffen daraus. Krieg zieht auf. Gut. Master Franklin, was ist das? Eine Leidener Flasche. Sie speichert Kraft kurzzeitig in Form von durchsichtiger und harziger Elektrizität. Wirklich? Was tut ihr mit der Flasche, wenn sie voll ist? Ah, das, was ich mit allen Flaschen tue. Für dieses Experiment benötigen wir ein ganzes Energiespeichersystem. Alle Einheiten feuern gleichzeitig. Deswegen nenne ich es Batterie. Sie sollte die Schatulle in Gang setzen. Faszinierend. Batterie. Sehr interessant. Ja, Benjamin und sein Strom. Können wir nicht einfach irgendeinen Drachen steigen lassen? Adlerauge. Habe ich irgendwas gefunden? Okay, hier vorne stehen die Wachen. Adlerauge. Ja, golden. Kenne ich bereits. Bis zu 10 Gegner können wir markieren.
Was machen die hier? Habe ich Geld geworfen? Ihr wisst, wo das Lagerhaus ist, Soldat. Alter. Warte. I saw a giant bear the other day. Wir warten mal hier. Well, it's a part of the local wildlife. Okay. There are monsters living in our backyard. Why did we choose to live here? I'm parched. Who's for beer? Wir sollen ihn beschatten. Aber ich glaube, ich werde verfolgt. Sicher Einbildung, aber ich wage meinen Blick. Und niemand hier, oder? It's starting to feel a little crowded around here. Perhaps we should move further west. There are a lot of unhappy natives to the west. Ihr geht hier rum. It's nice. Dann gehen wir hier hoch. Ich muss auf jeden Fall dranbleiben. Ja, ich weiß. Ich weiß. Einmal durch den Fluss. Und jetzt bin ich im Sperrgebiet. Es heißt, der Mann experimentiert mit Blitzen. Apropos Blitze, da scheint ein Sturm aufzuziehen. Ei, hoffen wir, er wartet, bis wir Dienstschluss haben. Lust auf ein Pein? Sicher, wenn du Kumpel mitbringst. Oh, das ist hart. Und weg mit dir. Okay, ist hier oben jemand? Ja, ein Schütze hier oben. Ah, Moment, cool bleiben. So, den hätten wir. Oh, Beeilung. Wir müssen dranbleiben. Hey, ich hab dich doch betäubt. Was soll denn der Mist? Oh, wow, ich dachte schon, ich springe jetzt noch daneben und bin tot. Alles klar, hier hin. Ah, sorry, Bro, ich musste weich landen. Ja, ist das, Sir. Gut, stell das zum Rest. Erstmal hier hin. Gut. Blitzableiter beuten. Einmal hier rum und schon bin ich dran. Oh, shit. Undercover, erstmal hier undercover gehen. Ich will hier nicht auffliegen. Und die Leute hier interessiert das eh null. Gib mal hier dein Zeug. Warte, da ist noch einer drin, oder? Nee, scheint zu gehen. Aber wo stehen die dann? Ach, keine Ahnung. Komm, wir besorgen uns jetzt hier drüben das Zeug. Umso schneller, umso besser. Ich frage mich, was Master Franklin mit den Stangen vorhat. Und jetzt wieder zurück. Der Sturm wird schlimmer. Ich kehre zu Franklin zurück. Aber der Sturm ist doch genau das, was wir wollen. Wir wollen doch diesen miesen Sturm. Bams! Und zack! Boah, das Reinrennen finde ich so extrem cool. Ja komm, ich will plündern. Shay. Ah. Muss das sein? Eigentlich wollte ich mich nicht hauen. Und weiter geht's. Wir fliehen wieder hier durch. Das Wasser hier funktioniert auf jeden Fall am besten. Aber das Unwetter wird ja wirklich immer schlimmer. Ganz schnell noch hierhin zum Synchronisieren. So viel Zeit muss man sich nehmen. Aber Sleepy Hollow erkennt man wieder direkt durch den Film. Allein diese legendäre Holzbrücke da drüben. Ah, der Film war schon wirklich verdammt cool. Johnny Depp allgemein ein sehr cooler Schauspieler.
Da wären wir ja schon. Ich hatte den Weg länger in Erinnerung. Frankie! Shay! Gott sei Dank! Schnell! Hilf mir mit den Stangen! Eine Karte. Wo ist das? Portugal. Lissabon, da bin ich mir sicher. Macht euch hinfort, Shay. Die Miliz trifft jede Minute ein. Sie werden Fragen stellen. Was ist mit euch? Ich bin bloß eine Hausfrau. Richtig. Nicht schwimmen. Ganz toll. Und nicht entdecken lassen. Gut, aber dennoch, eine sehr coole Mission. Besonders mit Frankie und dem Strom und der Karte Portugal-Lissabon. Und jetzt wohin? Okay, wir müssen fliehen. Beeilung, Beeilung. Das nächste Büro ist am Mount Vernon. Hope wird mich erwarten. Okay, kein Sperrgebiet. Aber die beiden hier drüben werden trotzdem sterben. Zack, zack, zack. Der gute alte Double Kill. Wölfe. Wow, wow, wow. Das wollte ich nicht. Ich wollte es nicht. Es ist eskaliert. Ich habe doch nicht gewusst, dass sie durchdrehen. Wie kann man nur so kleinlich sein? Boah, durch den Regen sieht man gar nichts. Okay, ich muss irgendwie auf die andere Seite kommen. Na, wo haben wir denn hier den Weg? Komme ich hier hoch? Die Steine hier sind zu rutschig. Okay, wir schauen mal, wo bin ich denn jetzt? Bei dem Sauwetter hier sieht man wirklich gar nichts. Wir wollen zurück zum Schiff. Yep, zurück zum Schiff. Und ich renne hier völlig falsch. Ich dachte schon, wir müssen wieder ins Inland fliehen. Locker, 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 Bro. Mann, 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 hör doch auf damit. Warum hält der so viel aus? So, jetzt aber. Dein Stuff hier nehme ich noch mit. Und jetzt zurück zum Schiff. Moment, das Fragment. Sollten wir mitnehmen, man weiß ja nie. Kann ich hier nicht rüber? Tatsache. Okay, das muss man anders holen. Man kann nämlich nicht hier ans Seil. Und ich kann so weit nicht springen. Egal. Ich will endlich raus hier aus diesem verdammten Regen. Okay, Leute, ist mein Schiff bereit? Dann legen wir los.
Captain an Bord. Captain am Steuer. Und jetzt sinkt, Männer. Sinkt. Segel hissen. Los geht's. Okay, hier bin ich richtig. Man sieht wirklich gar nichts. Auch jetzt hier auf hoher See. Verdammtes Sauwetter. Moment, wir werfen hier nochmal einen Blick auf die Karte, damit ich auch diesmal 100% richtig bin. Ja, das ist gut. Das ist gut. Weil das hört sich verdammt cool an, wie das hier so donnert und brodelt. Da hinten sehen wir Lichter. Ah, feindliche Schiffe. Egal, wir schleichen uns durch. Ach komm, bei dem Wetter. Kann er mich doch eh nicht sehen. Wir sind schon wieder hier. Langsam, langsam, langsam. Männer, 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 ganz ruhig. Andocken.